Herzlich willkommen, Freunde, hier bei Pokémon Battle Revolution. Ewigkeiten ist es her, dass wir dieses Spiel hier auf meinem Kanal gesehen haben. Das geschieht jetzt aus einer kleinen Bitte. Und zwar habe ich in den Kommentar die Fragestellung bekommen, ob ich doch mal wieder Pokémon Battle Revolution spielen könnte. Auch wenn es jetzt keinen Online-Modus gibt. Und da habe ich gesagt, ja, okay, ich kann es machen, hab's versprochen. Es ist zwar Ewigkeiten her, als ich das Kommentar bekommen habe, aber ich halte meine Versprechen, was das angeht. Und jetzt sehen wir uns hier in Pokémon Battle Revolution wieder. Und ich habe zwar nur die Kolosseum-Kämpfe zur Verfügung, aber dennoch werde ich diese jetzt anstreben. Das hier, das Sonnenpark, so rum, werde ich jetzt machen. Für die, die Interesse haben, dass ich noch ein weiteres Kolosseum zeige, ich werde jetzt einfach mal ganz fix kurz einfach die Beschreibung durchlaufen lassen von jedem Kolosseum. Damit diejenigen, die sich da schnell das durchlesen möchten, könnt ihr das Video pausieren. Kurzen Überblick haben, was in welchem Kolosseum gefordert ist. Denn es sind schon einige interessante Kampfdinger dabei, also es ist schon nicht ohne und ist auch sehr schwer. Ich habe fast alle Kolosseum auf 100% eigentlich geschafft. Bis auf ein paar habe ich nicht gemacht, warum auch immer. Ich glaube, da war dann die Online-Kämpfe viel zu reizend, dass ich da mich habe abbringen lassen quasi. So. Ja genau, das hier ist einer der Kolosseum, das ich nicht fertig gemacht habe. Ich glaube, das war hier an so einem Glücksrad, musste man die Pokémon-Teams sich zusammenstellen. Man kann halt Pokémon von Gegnern kriegen oder halt seine eigenen. Und das ist halt manchmal echt beschissen, wenn man da nicht gerade das bekommt, was man haben will. So, Kolosseum Wasserfall. Das habe ich komplett fertig. Oh je, ich glaube... Warte mal, das hatte ich fertig. Ich überlege gerade, welches ich bis jetzt noch nicht fertig hatte. Es gibt auch nicht bei jedem 8 Stufen. Ich glaube, ich habe... Ja genau, doch, das eine Kolosseum habe ich auf jeden Fall nicht hundertprozentig. Und zwar hier, das hier unten, das Kolosseum-Portal. Das ist, da kämpfen mit Leibhessen. Und das ist das, was mich da so ein bisschen gehindert hat, da Gas zu geben. Weil Leihpässe sind so eine Sache für sich, weil man tut sich ja die Pokémon aus den Teams oder aus den gefallenen Pokémon der Gegner zusammenstellen. Was manchmal echt, ja, man weiß halt nie, was drin ist, wenn da sagt, oh cool, das ist ein cooles Pokémon, dann sieht man dann den Movepool, denkt sich, oh Gott, warum habe ich das gewählt? Das Kolosseum Sterngucker, das beschreibe ich ganz kurz, da kriegt ihr einfach nur wahnsinnig harte Trainer mit legendären Pokémon auf den höchsten Stufen an den Kopf geschmissen und müsste einfach besiegen. Also es ist einfach nur der Hard-Modus in normalen Kämpfen. So. Ich glaube, das... Wie gesagt, ich kenne halt die Kolosseum gerade nicht mehr auswendig, weil es Ewigkeiten her ist. Aber das hier, da kämpft man in einem Turniersystem. Wenn man verliert, fliegt man, glaube ich, sofort raus in der Vorrunde. Und danach ist es halt K.O.-Runden. Und dann gehen wir gleich hier zu dem über. Und machen Herausforderungen. Hier gibt es, soweit ich weiß, nur 4 Stufen. Einer der wenigen Kolosseum. So, es geht auch nur im Einzel... Also wir können hier im Einzel- oder im Doppelkampf auswählen. Ich bleibe jetzt mal beim Einzelkampf. Ich weiß aber nicht, ob mein Team für einen Doppel- oder Einzelkampf damals ausgelegt war. Ich habe halt mal geguckt, was auf dem Spielstand hier noch so alles vorhanden ist. Ich habe hier sogar noch mein Halloween-Team. Für die, die sich dran erinnern. So. Da habe ich meinen Sprössling. So. Bin schon mal gespannt. Okay. Unser Gegner hat Flamly, Feurigel, Kanimani, Costilla, Griffel und Lillip. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die Pokémon im Movepool haben, aber gut, dass ich hier nochmal nachgucken kann. Okay, Energieball, Solarstrahl, Antikräfte, Matschbombe. Hoppla, jetzt hab ich doppelt gedrückt. Donnerwelle, Unheilböen, Donnerblitz durch Chinese. Ladestrahl, Eisstrahl. Ja, Donnerblitz, Kreuzhieb, Donnerschlag, Eishieb. Okay, was. Doppelkick, Flammenrad, Eisenschleif, Risikotackeln, Stendu, Kanzerfer, Eisstrahl.
Okay, es sind Sets, die man spielen kann. Ich sag mal so, das war mein allererstes Team, was ich hier für diesen Little Cup jemals erstellt habe. Und damit kann man eigentlich ja leben, finde ich. Ich persönlich. Ich weiß nicht, was ihr damit vorgehen würdet, aber ich kann damit leben. So, mal gucken, wie weit ich komme jetzt, nach der, all der Zeit, nachdem ich draußen war. Ich würde gerne mit dir öffnen. Dich würde ich gerne mitnehmen. Und Porygon. Mal gucken. Vielleicht fliege ich auch aus der ersten Runde raus, aber ich glaube eher weniger. Ich bin gespannt. Ich bin nur Anfänger. So, dann schauen wir mal. Oh, wir haben sogar ein direkt gutes Matchup. Das Kanimani, das will uns natürlich sehr gut gefallen. Ich muss mal ganz kurz gucken, auf was ich hier bei diesem Elekid gesetzt habe. Okay. Ich kann leider nicht das Wesen einsehen gerade. Aber anhand von den Werten würde ich mal sagen, es ist einfach nur auf Initiative und ein bisschen Donnerschaden, also Elektroschaden. Kanimani hat eine bessere physische Verteidigung, da unsere Angriffswerte quasi gleich sind. Setze ich auf den Donnerblitz, um die schwächere Verteidigung anzugreifen. Zack. Das war der One-Hit für Kanimani. Boah, ist aber immer schön, Pokémon in der höheren Auflösung zu sehen als auf dem 3DS. Das ist mal ganz nebenbei. Ich könnte mir jetzt gucken, ob ich vielleicht mit dem Continuer spielen kann. Ich bleibe trotzdem beim Donnerblitz, weil die Base-Werte einfach höher sind. Die Base-Schadenswerte. Wow! Okay, dann kriegen wir, glaube ich, direkt ein Continue. Wenn ich mich recht entsinne, dass mir noch hier, also dass mit hier mit Continues gearbeitet wurde. Und Kusilla. Kusilla Psycho Eis. Letzten Endes muss ich trotzdem für Donnerblitz gehen, weil es sonst nichts Sinn macht. Aber Elekid ist halt richtig schnell. Das gibt ihnen hier einige Vorteile. Konfusion. Aua, Psychokinese hätte uns wahrscheinlich was downgeburstet. So, Donnerblitz. Und dann beenden wir das. Ja, man muss halt bedenken, dass halt hier in diesen Kolosseen von Kampf zu Kampf halt die Gegner stärker werden. Ich weiß nicht, wie viele Kämpfe man hier absolvieren muss, um das komplette Match hier abzuschließen oder das komplette Kolosseum abzuschließen. Das weiß ich nicht auswendig. Aufgeben. Und der nächste Gegner. Ich überspringe das mal, weil Vorschau brauchen wir jetzt nicht. Also, Triftlon, Griffel, Pantimimi, Bisasam, Fleckmon und Lilieb. Wie können wir hier gut eröffnen? Elekid ist wieder eine schöne Eröffnung. Damit können wir nämlich einige outspeeden und direkt draufhauen. Tangela wäre auch ganz passabel. Eigentlich wäre Tangela sogar richtig gut. Abgesehen von, oder? Ich guck lieber mal auf die Statuswerte nochmal. Ich will auf Statuswerte gucken und guck auf, ja doch, Verteidigungswerte sind richtig gut. Und wir haben Energiekraut, deswegen hat es auch Solarstrahl im Set. Ich würde mit Tangela sogar jetzt eröffnen wollen. Weil wir einfach sehr viele Vorteile aus Tangela jetzt genießen können. Traumfugil wäre hier auch perfekt, weil wir haben ein Griffel, ein Pantimimi und ein Lilie, jetzt habe ich schon, ein Fleckmon, was wir auf jeden Fall gut damit klein halten können. Tangela ist halt eine gute Öffnung, finde ich eine gute Öffnung, sagen wir mal so. Weil es hier keine deutlichen Schwächen aufweist und gute normale Verteidigungswerte hat. Ich überlege gerade, wen ich dann als letztes reinschicke. Ich nehme Stern, du. Ich hoffe, ich verschätze mich halt nicht mit den Attacken, die ich dem beigebracht habe. So. Schauen wir mal. Robin Hood würde ich eher hier tippen. Und er öffnet mit Griffel. Genau mit dem habe ich gerechnet, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ich überlege gerade, ob ich jetzt vollen Einsatz mache. Ich mache erstmal Energieball. Er wird wahrscheinlich eh mit Kehrtwende. Okay. Das überleben wir locker. Das ist. Wir haben Tangela, also ich bitte. So, CPU. Mal gucken, auf wen du predictest. Wenn du predictest, wechselst. Okay. Nicht sehr effektiv. Ich versuch's mal spaßhalber mit Antikraft jetzt. Denn das ist ja ein schöner Move trotzdem. Wenn wir Glück haben, werden wir noch stärker. Ja. Und das war's. Kein guter Wechsel, mein Freund. Wenn er jetzt wieder Griffel reinbringt, wird er wieder für Kehrtwende gehen. Das heißt, ich gehe für alles. Ich mach Solarstrahl, Leute. Ich gehe auf den Solarstrahl. Fetch aus. Das heißt, der nächste Pokémon hat den Solarstrahl dann direkt im Gesicht hängen. Na, was kommt? Oh, au, au, ouch. Das tut weh. Ungemein. Nur vom Zugucken. Sein Pokémon dafür zu opfern. Nur für eine Kehrtwende. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Okay. Entweder ich kann jetzt Tangela opfern, um einen Pokémon frei reinzubekommen. Oder ich wechsle eins rein und lasse Tangela am Leben. Aber das Problem oder das, was ich halt jetzt im Hinterkopf habe, ist, ich kann, wenn ich Pech habe, keinen sicher reinbringen. Weil es immer noch ein Computer-Matchup ist. Deswegen bleibe ich lieber dabei. Mein Computer kann manchmal echt arschig predikten. Manchmal eigentlich, ich habe es sehr oft erlebt, dass der schon deinen Wechsel voraussieht irgendwo und dir sowas dann ins Gesicht haut. Ich muss mal gucken, wer jetzt hier. Falsche Richtung. Ihr seid beide gleich schnell. Dann schicke ich Traumfugel erstmal rein. Und will. Ich glaube, ich gehe erst für die Donnerwelle. Weil ich glaube, das Griffel wird schneller sein. Ja, ist es auch. Oh Gott. So. Geschwindigkeitsvorteil genommen. Du kannst Sandwirbel, das ist mir. Oh, Alter! Und dann auch noch die perfekte Beere dafür haben. Kehrtwende. Das ist dein einziger offensiver Move. Und wir verfehlen Insta. Oh Gott. Also wenn Kehrtwende sein einziger offensiver Move ist. Ihr müsstet echt meine. Ich roll gerade mit den Augen. Also das ist. Das ist traurig. Wahrscheinlich kann er noch irgendeine normale Attacke, aber eine normale Attacke ist ja nutzlos. Also von daher. Ja. Geh mir einfach nicht auf den Sack. Hat er auch noch eine Beere passend für meine Statusveränderung? Das gibt's einfach nicht. So, Mistvieh. Muss jetzt Psychokinese sein. Okay. Ich hatte eigentlich gedacht, es kann noch irgendetwas anderes. Irgendetwas, was mich mehr bedrohen kann. Deswegen wollte ich erst mit Donnerwelle arbeiten. Aber das kann es wohl nicht. Danke, Traumfugel. Danke, du bist ein tolles Pokémon. Und Schuss Griffel. Verkackter Sandwirbel, ey, ehrlich. So. Robin Hood ist besiegt.
Ich weiß gar nicht mal, wie viele Kämpfe wir jetzt gemacht haben schon. Kampf 3. Okay. Das ist der Kampf, dritte Kampf. So. Zweimal Feuer. Wasser wäre jetzt ultra stark. Wird doch wahrscheinlich meine Eröffnung sein. Traumfugel in der Hinterhand. Auf jeden. Und Porygon. So. Ich muss mal gerade mein Mikrofon ein wenig korrigieren. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu laut. Weil es hat sich ein bisschen verdreht. So, mal ein bisschen hoch. So. Ja, ich habe wohl den Ständer gerade eben nicht richtig festgestellt gehabt. Sorry dafür, wenn das jetzt störend irgendwo geklungen hat. So, okay. Also, Kamaup. Nicht Kamaup. Kamaup ist unsere gegnerische erste Öffnung. Surfer. Auch wenn der Wechselsurfer macht immer gut Schaden. Ja. Und das war's für Kamaup. Das war fix. Game over, kleines Kamaup. Da, bumm. Na, wen holst du rein? Ein Griffel. Hallo, Griffel. Ich weiß auf jeden Fall, dass Griffel schneller ist. Pokémon. Ich nehme schon mein Traumfugil. Traumfugil übernimmt das bitte. Wenn du jetzt mit einer normalen Attacke agierst, was eigentlich logisch wäre. Kratzer. What the fuck? Kratzer? Ernsthaft? Ich hatte eigentlich gedacht, dass dieser Cup so ungemein schwer ist. Oder schwer war. Aber ich weiß ja nicht, wie die restlichen Kämpfe dann verlaufen. Also die Endkämpfe. Wir sind ja immer noch in der ersten Hälfte. Ich glaube, 7 Kämpfe waren das. Sag mal, hast du nichts im Movepool oder hast du ein Wahlband an? So, und was holst du jetzt? Abra. Okay, Unheilböen. Eishieb. Das sieht so beschissen aus. Sorry. Aua. Effektiv ist der Move. Ja, aber sonst nix. Das war's für Abra. Das ging wiederum sehr fix. So. Gewonnen. Na komm, nächstes Match machen wir noch. Oh, jetzt sehen die Teams so ein bisschen schon wieder ein Griffel. Wieder ein Triftlon. Aber du hast sehr. Ja, okay. Wen kann ich denn hier nehmen? Elekid würde sich gerne hier anbieten, denke ich mal. Oder warte mal, ich setze mal Punita ein. Ich möchte Punita einsetzen. So. Und Traumfugil. So, das sollte doch gehen. Mal gucken, mit wem du öffnest. Griffel! Wie schnell ist unser Punita? Es ist schneller als 15. 16. Es ist schneller als 15, ja, aber das reichen wird. Ich mache einfach mal einen Doppelkick. Das hatte ich damals im Baby Cup in Pokémon Stadium 2 sehr gerne benutzt. Ja, gut. Zweimal getroffen. Oh Gott. Why me? Achso, sie sind gleich schnell. Und der kann auch mal Sandwirbel setzen. Doppelkick geht daneben. Sag mal, leiht ihr euch das Griffel gegenseitig aus?
Ganz ruhig, Ray. Das ist ein dummes Griffel mit Sandwürge. Mehr nicht. Kann doch nicht schlimmer als die Taubsis sein im Pokémon. Wir brauchen einen verdammten Treffer. Mehr nicht. Kehrtwende. Ich balle gerade ein wenig meine Faust. Wenn das jetzt trifft, ist ein Magnetilo im Eimer. Okay, was ein Magnetilo im Movepool, was einem Elekid Schaden zufügen könnte? Ja, nichts. Auf geht's, zurück. Danke, Bonita. Stimmt, es geht ja hier noch, dass Elektro-Pokémon paralysiert werden können. Stimmt ja. So, gib mal den Kreuzhieb. Hau drauf. Döp, 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 döp. Bams. Ist paralysiert und kann nicht angreifen. So. Und weil... Nee, ich geh auf Donnerblitz. Ich wollte gerade sagen, weil ich es kann, aber... Dann überlebt er es noch irgendwie und das habe ich definitiv keinen Bock zu. Ich weiß auch, wenn er vielleicht nur 2 KP hatte, aber... Schade wär's. Oder scheiße wär's, sagen wir mal so. Griffel. Wir sind auf jeden Fall schneller als du und dir wirklich jetzt ein Eishieb rein. Einfach nur, weil mein Name Eisdice ist. So. Eigentlich nicht, aber... Eps. Einfach wie Elekid wegen 2 Köpfe an sich kleiner ist ohne seinen Stecker. So. Pantimimi. Ich weiß nicht, in welcher Verteidigung du schwächer bist, aber wir gucken einfach mal nach. Okay, wir brauchen nicht nachgucken, das reicht. Schockwelle. Und tschüss. Ich habe echt gesagt, ganz ehrlich, ich habe den Cup schwerer in Erinnerung gehabt. Aber wie gesagt, wir sind jetzt gerade über die Hälfte gekommen mit diesem Kampf. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich und mache in der nächsten Folge diesen Cup hier zu Ende. Und dann schaue ich mal in die Kommentare, wie er dazu steht und ob wir da noch weitere Kämpfe machen. Also, seid wieder dabei.